Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dark Cloud mitten in der Nacht von Tag 3. So, wir haben wieder einiges bekommen. Wir haben Gaffers Buggy bekommen und da haben wir auch Mr. Gaffer drin. Das ist der Laden. Dort haben wir noch ein Schild aufgestellt, wir haben eine Windmühle aufgestellt, wir haben Straßen aufgestellt, Brücken und den Fluss. Wir haben auch unser Haus bekommen mit einem Lama, aber keine Ahnung, wo der ist. Klar, das Haus, dort ist nur ein Mitbewohner drin. Klar, das werden wir wahrscheinlich noch finden. Und hier, klar, das... in Pages, genau, in Pages Haus ist, Moment. Können wir doch am besten gucken. Der Deke oder Dyke. Genau. So, Machos Haus ist komplett fertig. Dort haben wir auch eine hübsche Belohnung bekommen. So, jetzt bin ich gespannt. Platzcharakter sorgt sich stets um der Rune und wartet auf ihn. Eine große Glocke ist ihr Markenzeichen. Okay. Ich bin gespannt. So, das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist halt weiter in der Götterbiesthöhle weiter voranzuschreiten. Und dort haben wir auch einen Zwischenboss. Und die Kämpfe hier waren, also hier der Bosskampf war schon echt eigenartig, weil es diesmal ein Quick-Dingsbums, oh, wie heißt das nochmal? Ah, so ein Schnelligkeitstest ist. Ah, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Okay, hier fehlen uns 2 Stunden. Hier sind wir K.O. gegangen. Alles klar, dann machen wir bei Höhle 6 weiter. Wir haben auch die Katze wieder getroffen. Komischerweise. So, und ich ja schon mal Erzfeind. So, tschüss. Wir können leider immer noch nicht einkaufen gehen, dort, denn es fehlt noch was. Mit der Waffenaufstufen habe ich auch noch nicht so... Hallo? Ganz begriffen. So, abblocken. Die Mimi bockt auch ab. Und letztens mal hat eine Mimi mich natürlich fertig gemacht und ich sehe gerade, ich habe kein Reparaturpulver. Ein frischer Donut. Drohnes Essen verbessert seine Abwehr. Okay, Abwehrkraft von Dorono gestiegen um 6 Punkte. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, köstliches Wasser. Und wie es aussieht, muss ich die Waffe bald entfernen, wenn wir jetzt kein Reparaturpulver bekommen. So, die Statue ist auch kein Problem mehr. Haltbarkeit. Okay. Ich glaube, ich muss wechseln. Das Piepen wird mir nur noch auf die Nerven gehen. Lampe. So, ich wechsle mal die Waffe. Boah, es ist natürlich ein bisschen doof. Rüsten wir uns mal mit der Heiligwaffe wieder aus. Dafür brauchen wir den Knochenschlüssel, den haben wir jetzt gerade nicht. Und da haben wir ihn auch direkt. Perfekt. Da. So ein Zufall aber auch. Okay. Nehmen wir die Karte? Nee, aber dafür den Zauberkristall. Auch nicht schlecht. Oh nein. Fledermaus. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, du Miststück? Ich hasse diese Fledermaus. Ich hasse sie.
Sie vergiftet sofort ein. Mit einem Angriff. Ein Fass hab ich. Das ist doch nicht wahr. Natürlich. Hallöchen. Hallo. Geht es euch allen gut? Ein Geschenk von fröhlichen Clown. Nimm dir, was du willst. Ach, sieh mal an. So einer gibt's also auch hier. Große oder kleine Kiste? Ich würde sagen, wir nehmen die kleine. Und das war gut. Nur, was kann der Diamant? Moment. Kann Stein in Waffe ersetzt werden? Was? Stein kann in Waffe eingesetzt werden. Ja, aber was bringt das mir? Hä? Was bringt mir das? Fragezeichen. Muss ich gleich Fluchtpulver nutzen? Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe jetzt. Es wäre schön, wenn ich jetzt Gegengift finden würde. Nein, stattdessen kriege ich die Karte. Ich muss leider tatsächlich Fluchtpulver nutzen. Wie nutze ich das denn? Hä? Ermöglich verlassen das den Verlies auf Befehl. Ja, aber wie? Ach so, vielleicht das hier. Ah, ach so. So, okay, ich verstehe. Ich muss mich erstmal beim Bürgermeister wieder mal melden, damit er mir meine Sachen wieder auffüllt. Zip. Wäre sinnvoller, wenn es überhaupt noch möglich ist, weil wir ja den Laden fast haben. Der ist nun leider nicht geöffnet. Ist das jetzt aufgefüllt? Jawohl. Alles wieder aufgefüllt. Okay. Das Problem ist, wenn aber eine Fledermaus Dingens hat. Den Ausgangsschlüssel. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Also das Spiel hat schon eine ordentliche Schwierigkeitsgrad, muss ich ja schon lassen. Also im Gegensatz zum zweiten Teil ist der erste irgendwie, finde ich jetzt schon am Anfang schon ziemlich schwierig. Gerade, weil diese Fledermäuse kurzerhand einen vergiftet, wenn wir sie nicht treffen. Sie trifft uns, zack, vergiftet. Das gefällt mir natürlich nicht. Das war der falsche Knopf. Das wollte ich machen. So. Und das ist natürlich schon hart. Und wir haben nicht immer so viel Gegengift dabei. Was, weil es daran liegt, weil wir noch keinen Laden haben. Oh, ich höre euch schon wieder. Ich weiß, wenn ich nichts unternehme, geht sie kaputt. Ich würde sagen, die reparieren wir. Attribut. Bearbeiten. Ich würde sagen, Moment. Haltbarkeit. Wo haben wir das denn? Haltbarkeit. Und Haltbarkeit. 34. Besser als gar nichts. So. Aufrüsten. So. Bearbeiten. Was haben wir denn noch so?
Steinbrecher, wie sieht's denn da aus? Er hat noch gar nichts. Geschwindigkeit. Moment, das müsste doch die Geschwindigkeit sein, ne? Genau. Das sieht ganz gut aus. Ich will wissen, was macht der Diamant? Um ehrlich zu sein. Donner, Wind, Feuer. Aktiv. Ein Saphir. Aha. Ach so, Diamant macht plus 5 auf alle Attribute von den Angriffen. Und der Saphir macht plus 10 Wind. Ich würde sagen, wir machen das so. Ah, plus 3, okay. Gehen wir mal auf Wind. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. So, aufrüsten. Okay. Oh, so der Angriff steigt. Bearbeiten. Da können wir eigentlich das so machen. Ja. Und verbessern. Achso, ich kann gar nicht mehr. Oh. Auch wenn ich die reinsetze, gilt das also auch. Schauen. Hatte ich die nicht eigentlich repariert, die Waffe? Ach so. Man sollte auch die Waffe auswählen, ne? Mhm. Das wäre sinnvoller. So, der Zauberkristall. Und hier haben wir den Knochenschlüssel, okay. So, zwei Angriffe. Die Statue ist jetzt auch kein Problem mehr, wenn ich treffe. Okay. Also vor denen habe ich schon Schiss. Weil trotz Abwehren, keine Ahnung, trifft er mich? Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Obwohl er so viel Haltbarkeit... Nee. Die Haltbarkeit ist aber auch sehr... Geht auch sehr schnell runter. Bei dem Schwert. Ich verstehe es noch nicht so ganz mit den ganzen... wie heißt gleich? Mit den ganzen Werten und Aufstufen. Das ist noch nicht so ganz... übergreifend, also in meinen Kopf. Oh. Ich drücke Kreis. So. Das Kampfsystem, das ist sehr eigenartig hier jetzt. Das waren... Oh, die ist ja jetzt schon kaputt. Was ist denn hier los? Ich will eigentlich keine Waffen kaputt machen. Nur das Problem ist, die Monster sind auch verdammt stark, finde ich. Also, die können ausweichen und alles. Nee, ich finde das nicht fair. Ja, ja, klar, jetzt bin ich im Nachteil. Komm, schlag zu. Und wieso kannst du abwehren? Scheiß Monster. Alter! Hallo, ich drücke doch Dreieck wie ein Verrückter. Meine ganzen Waffen gehen kaputt. Alter! Krass. Meine Waffen gehen kaputt. Finde ich nicht nett. Oh nö, eine Statue. Nee, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Die
Karte immerhin. Weil eine Statue komme ich jetzt gerade nicht an. Das finde ich nämlich in einem anderen Teil viel besser. Also in den zweiten Teil. Das haben sie besser gelöst. Das Kampfsystem und auch das, so das Kämpfen an sich haben sie besser gelöst. Auch, dass man mehr Items mitnehmen kann. Ah, immerhin keine Mime. Es gehen die mir schon wieder auf die Nerven. Immerhin Brot, das ist gut. Es kann ja auch eine Mime den Ausgangsschlüssel haben. Leider Gottes, gehört ja auch zu den Monstern. Und hier gibt es zwei Quellen. Heilen die auch Gift? Ich weiß es nicht. Hau ab. Ah, na komm. Geh down. So. Könntest du auch wieder eine Mime sein? Diesmal nicht. Ein Kältestein. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Okay, Mime. Das Problem ist, ich mache nämlich zu wenig Schaden. Ja, zerbrochen. Und ich muss mich hier verpieseln. Muss mich heilen. So, jetzt können wir weiterkämpfen. Das ist auch gut. Ja, ich weiß, du kannst eh nicht zerstört werden. Das ist das Gute daran an dem Dolch. Boah. Das wird jetzt doch. So. Das meine ich. Er trifft. Er trifft und er trifft. Gut. Hier kann ich also unendlich mich heilen. Das ist gut. Ich hoffe mal, das wird tatsächlich so bleiben. Was haben wir denn jetzt? Seife. So, warte mal. Wir haben doch was anderes. Beendet Klebrigzustände. Ja, toll. Oh, warte mal, den Feuerschein kann ich. Okay. Hallo? Wir sehen ihn mal an. Bitteschön. Okay. Haltbarkeit, okay. Es sind noch zwei Gegner. Natürlich. Okay, es sind drei Gegner. Ein Schaden, jawohl. So, ich muss, glaube ich, eine Waffe jetzt zerstören. Ich nehme die hier. Ich muss mir auch mal was kennenlernen. So. Ja, ich weiß. So. Ist kaputt, verschwunden. Dolch dient er als Ersatz. Das heißt, verschwunden heißt. Kommt gar nicht mehr wieder. Okay. Nee, ist natürlich schön. Das ist nicht schön. Ja, toll. Wie soll ich die denn jetzt alle besiegen? Ich habe hier noch einen Kältestein, wie es aussieht. Toll. Ein Schaden mache ich. Das bringt's jetzt auch voll. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen getroffen. Nur das ist ein bisschen doof gelöst. Hier. Komm.
Wehr doch nicht ab. Lass dich treffen. Ja, ich hab doch abgewehrt. Die Reaktionszeit des Charakters ist natürlich begrenzt. Ah. Na komm. So, jetzt muss ich abhauen. Hau doch ab! Boah, ich dachte jetzt schon. Du hältst auch nicht so viel aus. So. Ein harter Kampf gegen die. Da kommt ja noch eine Statue. Und ich bin jetzt schon da der Part Überlänge. Und du hast nicht mal den Wappen. Ich glaub das nicht. Das meine ich damit. Die Parts können länger werden. Weil jetzt diese Ebene dauert mir auch ein bisschen zu lang. Ich kann nichts dafür. Oh, noch eine Mime. Ja, was soll ich da machen? Ich kann da gar nichts machen. Das Einzige, mich umbringen lassen. Ich habe hier nicht mal das Reparaturpulver. Nee, Ersatzmannpulver und Fluchtpulver. Oh. Ich habe keine Ahnung, Waffe. Bearbeiten. Ganz ehrlich, das ist mir alles echt komisch. Also das mit den Waffen hätten sie doch mal anders regeln können, weil das ist ja echt traurig, dass die Waffen kaputt gehen. Und dass sie so schnell jetzt kaputt gehen, das ist Hammer. Verbessern, aufrüsten. Ja, keine Ahnung. Ich muss wohl über jetzt wieder verlassen. Ich kann das nicht abschließen. Mit den Waffen. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ja, eine Statue. Ein von den beiden hat nämlich jetzt den Schlüssel. Und ich muss sie jetzt besiegen. Oder die besiegen mich. Da, der. So, immerhin kann ich mich heilen. Ja, 17. Der trifft ja auch immer, ne? So, ich heile mich mal lieber. Wo ist er denn jetzt? Ist klar, komm. Ist okay. Ich hoffe mal, du hast den Schlüssel. Und das wäre jetzt traurig, wenn nicht. Boah, komm schon. Das ist krass. Dieser Schwierigkeitsgrad. Ich kann ja nicht mal einen einstellen. Das ist ja vorgegeben. Und da, pass auf, jetzt wäre ich. Ich wäre ab. Oh. Hä? Ihr solltet mich jetzt getroffen. Komm, ja, das stört ihn gar nicht, wenn ich ihn attackiere. Das ist ja das Lustigste daran. Das stört ihn gar nicht. Er macht einfach weiter. Na komm. Oh, bitte habt den Wappen, bitte habt den Wappen. Yes. Komm, wir verschwinden jetzt. Da ist Ausgang. Wir hauen ab. Alter, 25... Ja, fast 25 Minuten, ey. Krass. Tja, das wird ein Part, ne, Leute? Da kann ich nichts für. Ich kann hier nicht mittendrin schneiden. Das sieht scheiße aus. Ab. Runter. Verlassen. Kurzzeitig verlassen.